Schämmerschleife-Leute, wir sind jetzt wieder soweit. Wir sind bei dem Finale des True Pacifist Modes. Oh, ich sollte die Tür schließen, ansonsten schreit meine Familie mich gleich wieder an. Wieso bist du so verrückt, du scheiß herum, Idiot? So. Das ist die Barriere. Das ist es, was uns alle im Untergrund gefangen hält. Wenn du noch etwas Unbeschäftigtes. Nee. Sorry, wenn du noch irgendetwas Unfertiges machen musst, bitte tu, was du tun musst. Wir machen weiter. Ist alles zu unserem Besten. Okay, ich sehe. Das ist es dann. Dann. Bereit? Der hat sogar noch gelächelt, während er bereits sagte. Boah. It's a strange light fills the room. Twilight is shining towards the barrier. Okay, das hat nicht gegangen. It seems your journey is finally over. Okay, man kann das nicht singen, sorry. Man kann es nicht singen. Mensch. Es war schön, dich getroffen zu haben. Tschüss. So, bis hierhin kennen wir das ja. Jetzt kommt was Neues. Ich will aber wissen, wie stark diese Flammen von der Toriel sind. Die müssten uns eigentlich one-hitted haben. Was für eine miserable Kreatur, dass sie so eine arme, unschuldige, kinderhafte Gestalt quält. Hab keine Angst, mein Kind. Ich bin's, Toriel, dein Freund und Wächter. Zuerst hab ich gedacht, ich sollte dafür sorgen, dass du deine Reise alleine machst. Aber ich konnte nicht aufhören, mir um dich Sorgen zu machen. Dein Abenteuer muss sehr schlimm gewesen sein. Und außerdem eine unglaubliche Bürde mit einer horrorhaften Entscheidung, die du treffen musst. Diesen Ort zu verlassen, hätte dich das Leben einer anderen Person gekostet. Du hättest Escort töten müssen. Wie auch immer, ich habe realisiert, ich kann das nicht erlauben. Es ist nicht richtig, jemanden zu opfern, einfach nur damit jemand den Ort verlassen kann. Das ist nicht, was ich versucht habe, diese ganze Zeit zu verhindern. So, für jetzt, lass uns diesen Kampf mal aufhören. So schlimm Esko auch ist, er verdient sich ebenfalls Gnade. Oh. Tori, du bist zurückgekommen. Tori mich nicht, Remor. Du bist ein armseliger Hund. Wenn du wirklich unsere Rasse befreien wolltest, hättest du einfach durch die Barriere gehen können, nachdem du eine Seele genommen hast. Stattdessen hast du, dann hättest du 6 Seelen nehmen können und zurückkommen können, damit jeder befreit und glücklich ist. Aber stattdessen hast du jeden in, Verzweiflung leben lassen. Weil du lieber hier warten würdest, in der Hoffnung, dass andere Menschen kommen. Sorry. Du hast recht. Ich bin eine miserable Kreatur. Aber denkst du, wir können wenigstens wieder Freunde sein? Nein, Escor. Escor, Mensch! Niemand sollte hier kämpfen. Jeder wird Freund sein. Oder ansonsten werde ich... Hallo, ich bin Toriel. Bist du ein Freund des Menschen? Es ist schön, dich zu treffen. Ja? Auch schön, dich zu treffen. an dein Zar erweht im Wind. Das macht eine wahre Heldin aus. Hey, Escor, ist das da deine Ex? Das ist schlimm, Buddy. Hey, niemand soll jemand anderem wehtun. Oh, bist du auch noch ein Freund von ihm? Ich bin Toriel. Hallo. Hi. Da gibt es 2 Escors. Hey, niemand soll jemand anderen bekämpfen. Wenn irgendjemand einen anderen bekämpft, dann werde ich dazu gezwungen sein, andein zu Hilfe zu fragen. Hallo. Oh, hallo, Eure Majestät. Psch. Hey, Mensch. Hat Escor sich rasiert und sich selbst geklont? Der Escors Gesicht. Hey guys, was ist los? Diese Stimme. Hallo,
Ich denke, wir haben uns vielleicht schon gekannt? Oh, hey, ich erkenne auch deine Stimme. Ich bin Toriel. Schön, dich zu treffen. Mein Name ist Sans und, ja, dasselbe gilt für mich. Oh, warte, dann... Das muss dein Bruder sein, Papyrus. Grüße, Papyrus. Es ist so schön, dich endlich zu treffen. Dein Bruder hat mir so viel über dich erzählt. Wow, ich kann's nicht glauben. Eskos Klon kennt mich. Das ist der beste Tag meines Lebens. Wieso errötet der Papyrus bitte an seiner Schläfe? Hey, Papyrus. Womit... Oh Gott. Oh Gott, das wird schlimm. Womit tut ein Skelett sein Dach bedecken? Vielleicht mit schneefesten Dachfliesen? Nein, du Alberner. Ein Skelett bedeckt sein Dach mit... Shingles. Oh Gott, ja. Ich kann die Wortspiele immer noch nicht übersetzen, sorry. Ich habe meine Meinung geändert. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Komm schon, Esko. Es wird okay sein. Da sind viele Fische im Meer. Oh Gott. Ja, Esko. Andein hat total recht mit diesem Fischding. Irgendwann musst du einfach nur, aufhören, nach den haarigen Bossmonstern zu gehen und, einfach nur mit einem richtig gesüßen Fisch Bekanntschaft machen? Es ist eine Metapher. Nun, ich denke, das ist eine gute Metapher. Oh mein Gott. Werdet ihr euch beide endlich küssen? Oh Gott, die Zuschauerschaft stirbt schon für Action. Hey, halt die Fresse! Mann, dieser Typ hat vielleicht Nerven. Oder Alphys? Alphys? Nein, er hat recht. Lass es uns tun. Okay, ich vermute mal, wenn du es dann so willst, ich halte nichts zurück. Ach du Schande. Die Lippenanimation. Warte, ich vor dem Mensch. Oh, richtig, sorry. Ich wurde etwas weggetragen. Mein Kind, es sieht so aus, als müsstest du eine Weile hier bleiben. Aber guck nur auf die großartigen Freunde, mit denen du Bekanntschaft gemacht hast. Ich denke, du wirst ja glücklich sein. Hey, das erinnert mich an etwas, Papyrus. Du hast ihn hierher gerufen, richtig? Nun, nebenbei, egal. Wenn ich hier vor dir kam, woher hast du gewusst, hier jeden anzurufen? Sagen wir einfach nur, eine kleine Blume hat mir geholfen. Oh Gott, das hört sich nicht nach einer Metapher an. Eine kleine Blume? Die Elfis weiß genau, worum es sich handelt. Und wir auch. Oh Gott, Senseface. Warte, ich musste gerade was trinken. Ihr Idioten! Während ihr euer kleines Power gehabt habt, habe ich die Seelen der Menschen genommen. Und nun? Mein Hals, sorry. Die ganzen Stimmen, die letzten Tage, wo ich die dabben musste, das tut einfach nur weh. Und nun sind nicht nur diese unter meiner Kraft. All die Seelen aller deiner Freunde sind auch meins. Und weißt du, was das Beste ist? Es ist alles deine Schuld. Es ist alles, weil du dafür gesorgt hast, dass sie dich lieben. Die ganze Zeit, die du gebraucht hast, um mir zuzuhören. Oh Gott. Sie zu ermutigen, mich um sie zu sorgen. Ohne das wären sie nie hierher gekommen. Und nun, mit deren Seelen und der der Menschen zusammen, werde ich meine wahre Form erreichen. Warum tue ich das hier immer noch? Verstehst du es nicht? Das ist alles nur ein Spiel. Ach wirklich, das ist auch ein Let's Play. Wenn du den Untergrund verlässt, bist du glücklich, wenn du das Spiel gewinnst. Aber wenn du gewinnst, wirst du nicht mehr mit mir spielen. Und was will ich dann tun? Dieses Spiel zwischen uns wird niemals enden. Ich werde den Sieg vor dir halten. Nur innerhalb der Reichweite von dir.
Dann werde ich ihn zerstören, bevor du bekommen wirst. Immer und immer und immer. Ah ja, also kapiert, dass wir, wenn wir das Spiel gewonnen haben, es praktisch ausmachen würden und nie wieder spielen. Und das will er verhindern, weil er dann natürlich nichts mehr machen kann, weil er nicht aktiv ist, wenn wir gerade nicht spielen. Der Flowey weiß sehr viel. Na gut, es gibt noch mehrere Personen, die über sowas Bescheid wissen. Das sind wir aber im Genus Siderun heraus, der direkt hier nachfolgt. Ich denke, nächste Folge beginnen wir schon damit, wenn wir jetzt gut durchkommen. Hör zu. Wenn du mich besiegst, werde ich dir ein Happy End geben. Ich werde deine Freunde zurückgeben. Ich werde die Barriere zerstören. Jeder wird endlich glücklich sein. Aber das wird nicht passieren. Du. Oh Gott, das Gesicht. Ich werde dich behalten. Egal was. Oh Gott. Ich kann mich nicht wegbewegen. Die Balletelle ist zu klein. Selbst wenn es bedeutet, dich eine fucking Million Mal zu töten. Nee, sorry, ich kann hier nicht weg. Ich bin eingesperrt. Und die Attacke könnte ich auch nicht ausweisen, wenn ich nicht eingesperrt wäre. Oh, Toriel. Boah. Mein Hals. Glücklicherweise müssen wir im Genocide Run nicht so viel reden. Was? Hab keine Sorge, mein Kind. Toriels Stimme ist aber auch die, die am allerwenigsten wehtut, neben der von Papyrus. Egal was passiert, wir werden immer bei dir sein. Oh. Boom, bam. Ah, Papyrus und wie ich es andere mal andein. Das ist richtig, Mensch. Du kannst gewinnen. Tu einfach nur, was ich tun würde. Glaube an dich. Hey, Mensch. Oh Gott, aua. Wenn du durch mich durchgekommen bist, dann kannst du alles. Also keine Sorge, wir werden die ganze Zeit bei dir sein. Hä? Hast du diesen Typen immer noch nicht besiegt? Komm schon. Dieser seltsame Typ kann nichts gegen dich. Technisch gesehen ist es unmöglich für dich, ihn zu besiegen. Aber irgendwie weiß ich, dass du es schaffen kannst. Mensch, für die Zukunft der Menschen und Monster musst du entschlossen bleiben. Oh, jetzt kommen die ganzen Monster. Sorry, das sind zu viele Stimmen zum Dubben. Was war cool. Oh, das ist das Monster-Kids. Oh. Nein. Unglaublich. Das kann nicht passieren. Ihr. Ich kann nicht glauben, dass ihr alle so dumm seid. Jeder von euch, die alle eure Seelen sind meins. Also das heißt, Flowey kann Seelen von lebenden Monstern extraktieren. Das ist interessant. Mit Flowys Hilfe hätten die theoretisch schon die ganze Zeit aus dem Untergrund fliehen können. Oh Gott. Jetzt brauche ich eine neue Stimme. Ja, ich wusste das schon, ich bin nicht überrascht, aber ich brauche jetzt trotzdem eine neue Stimme. Wie mache ich das? Okay, ich glaube, ich habe eine Idee. Oh. Endlich. Okay, das war die falsche Stimme. Wartet, ich brauche mal gerade etwas Zeit, um mir eine Stimme zu leben. Endlich. Ich war so müde davon, eine Blume zu sein. Oh, die Stimme. Wie, okay, gut, das kann man in Pixel nicht so gut hinbekommen. Howdy. Chera, bist du da? Ich bin's, dein bester Freund. Asriel Dreamer. So, random Fact noch grad. Asriel Dreamer, also Asriel. Oh, die Musik, Hopes and Dreams. Asriel ist eine Zusammensetzung aus dem Namen Asgore und Toriel. Außerdem scheint es eine Anspielung zu sein an Azrael. Keine Ahnung mehr, was das war. Und dann noch. Genau, Asriel Dreamer ist ein Amalgam von Serial Mörder, also Serienmörder. So, ich weiß nicht, ob zuerst Toriel und Asgore zusammenkamen und dann erst Asriel oder wie rum das gemacht wurde. Aber auf jeden Fall ist dieser Fakt einfach genial. So. Okay, dann hoffen wir.
Du hältst dich an deine Hoffnungen. Du hast den Schaden, für den du gewinnst, in diese Runde reduziert. Oh Gott. I'm Tammy! I'm Tammy! Ah! Ich war doch nur Tammy! So, Ezreal lädt den Chocobreaker auf. Dann mal gucken, was haben wir so als Items? Da, das Hardlocket werden wir jetzt anziehen. So, die Tammy-Rüstung ist zwar stärker, aber einfach nur for the feelings ziehen wir uns jetzt das hier an. Weil das hier ursprünglich Shara gehört hat. Weiß. Ich muss gerade wieder in die Stimme reinkommen, ich cutte gerade. Weißt du? Es interessiert mich nicht mehr, diese Welt zu zerstören. Oh Gott. Als ich beim ersten Mal hier das gespielt habe, habe ich damit am meisten Probleme gehabt. So, dann, wir können jetzt hier noch träumen und dann fühlt sich unser Inventar. Du denkst daran, warum du jetzt hier bist. Kannst den leeren Platz deines Inventars fühlen, wie er kleiner und kleiner wird. Nachdem ich euch alle besiegt habe, werde ich die totale Kontrolle über die Timeline nehmen. Ich werde einfach nur alles resetten. Okay. Ah, das hat mich doch noch erwischt. Schade. Ezreal lädt den Chocobreaker auf. Okay. Dann sollen wir schon einen Traum fressen? Ja, komm, wer besser? Let's dream. Durch die Entschlossenheit wurde der Traum wahr. Deine HP wurde outgemaxed. All deine Fortschritte, die Erinnerung von allem. Ich werde sie alle zurückbringen auf Null. Was war? Oh Gott, das war Chocobreaker. Ah, ich hasse diesen von ihm einfach. Okay, er bereitet das Starblazing vor. Und wir trinken mal gerade eine Bandage. Du hast die Bandage wieder auferlegt. Deine Spiel wurde outgemaxed. Dann können wir alles nochmal tun. Was hat er jetzt nochmal gemacht? Oh Gott, hier. Oh Gott. Vielleicht sollte ich die Tem Armor doch besser wieder anziehen. Ah, oh gosh. Und weißt du, was der beste Teil von all dem ist? Du wirst es tun. Ah Gott. Ah! Ich war so schlecht, wie konnte ich da noch reinkommen? Okay, er geht wieder auf den Chaos Saber, denn wir können ihn noch gerade outchecken und was da jetzt stehen dürfte, war, glaube ich, interessant. So, dann lass ihn bitte gerade. Der Traum wurde wahr. Dein HP ist outgemaxed. Und dann wirst du wieder gegen mich verlieren. Du bist krank. Falsche Richtung. Dang it. Okay. Ich bin so schlecht. Okay. Snowman Pies, da muss niemand. Und wieder. Oh Gott. Ich hab's überlebt. Aber wir können jetzt nicht Pause machen. Wir müssen jetzt träumen gerade, um unser Inventar wieder zu füllen. Und wieder. Schande. Ich habe noch keine Chance gegen sowas. Aber wir checken jetzt No Risk of Fun. Ezreal Dreamer. Unendlich Attacke. Unendlich Verteidigung. Der absolute Gott des Hypertodes. Und da sieht man, der Ezreal hat es von seinem Vater geerbt, praktisch, dass er so schlecht darin ist, Namen zu geben. Ja. Ja, was braucht man dazu noch direkt sagen? Ist halt so. So. Vor allem hat er sich auch Flowey genannt, wo eine Blume war, also, das ist wirklich witzig. Alles nur, weil du dein glückliches Ende willst. Dann, was war jetzt dran? Oh Gott, no. Not a chance that I can survive this. Oh, we're gonna die on this one. Ah, dang it. Aber, das ist nicht schlimm. Wir weigern uns weiterzumachen, aber er tut jetzt sein, Monolog für 4 Runden pausieren gerade. Dann geht's aber, wieder dort weiter, wo der Monolog aufgehört hat. Also von daher, wir müssen den kompletten Kampf nicht von vorn machen.
Gott sei Dank. Also, dann. Jetzt haben wir ihn ja auch outgeschickt. Oh, wartet, ich muss kurz raten. Also, wie ihr das hört, ist das ganze Zeit vergangen. Ja gut, ihr hört jetzt nur die Musik an, das ist also dann. Solange wir keinen Schaden haben, können wir hier noch hoffen und dann ist der Schaden runter. Du hältst dich an deine Hoffnungen. Der Schaden für diese Runde ist reduziert. Oh, ich musste gerade die Tür schließen. Oh Gott, stimmt, er hat keinen Monolog. Sein Angriff beginnt ja direkt. Ach. Das Pattern ist so simpel und ich verkack. Lass mich in Ruhe. Lass mich. Also, was macht er jetzt nochmal? Oh Gott, Shocker Breaker. Galacta Blazing. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, was es ist und ich weiß nicht, ob ich wissen will. Oh Gott, das wieder. Das ist ja doch schlimmer als vorhin. Oh Gott. Der Chaos-Slicer. Und wir haben... Ja gut. Haben wir die Eiscreme schon gegessen, verdammt. Okay, dann essen wir noch gerade die Quiche. Du hast die Quiche gegessen. Dein HP wurde outgemaxed. Weil du deine Freunde liebst. Okay. Komm. Der Chaos Blaster kommt jetzt wieder. Und wir haben hier noch ein paar Listen benutzt. Weil du niemals aufgibst. Was? Shocker Breaker 2. Oh Gott, wir sind jetzt schon in der nächsten Phase. Das wird hart. Ah ja, Leute, noch so, by the way. Jetzt ist ja hier die richtige Zeit, um Smalltalk zu halten. Ich werde hier jetzt mir mal die nächsten eine gute Kamera und ein gutes Stativ kaufen. Ja. Sparen geht im Moment recht gut. Und dann werde ich mal ein besseres Equipment holen für ein paar Nintendo Gameplays, weil ich habe auch vor, mal demnächst ein paar, keine Ahnung, so Sachen wie Pokémon aufzunehmen. Jo, Pokémon wäre cool. Der Traum wurde wahr. Dein Spiel ist ausgemaxt. Ist das nicht lecker? Deine Entschlossenheit. Die Kraft, die dich so weit kommen ließ. Sie wird dein Untergang sein. Komm. So, ich hoffe mal... Escaradis Hypergunner. Oh Gott. Der mega sterbende. Nee, komm. Okay, der Traum wurde war dein Spieß ausgemaxt. Nun. Genug. Nicht mal falsch. Nun. Genug herummessen. Es ist Zeit, die Timeline ein für alle Mal zu zerstören. Okay, wir brauchen jetzt keine Träume mehr. Jetzt beginnt hier der zweite Teil von 3 vom Kampf. Ding, ding, ding. Ich habe keine Ahnung, wie viel Leben wir hier noch haben. Aber das ist nicht schlimm. So. Gott! Okay. Also, egal wie es ist, man hat hier sowieso nur ein Leben. Selbst nach dieser Attacke stehst du immer noch in meinem Weg? Wow. Du bist wirklich etwas Spezielles. Aber werd jetzt nicht frech. Bis jetzt habe ich nur einen Teil meiner echten Power genommen. Lass uns mal gucken, wie viel dir deine Entschlossenheit gegen das hier hilft. Boom. Das, liebe Leute, ist der Ezreal. Oh, wir können nicht mal mehr checken, aber das ist jetzt seine God of Hyper Death Form. So, wir können uns hier nicht mehr bewegen. Überhaupt nicht, weil wir hier festgehalten sind. Wir können uns sozusagen... Du kannst den Körper nicht bewegen. Pass auf! Dies ist meine wahre Kraft! Golly. Oh. Uff. Ballet Refuse. Erst wieder blockt den Weg. Kannst deinen Körper nicht bewegen. Ich kann es fühlen. Jedes Mal, wenn du stirbst, spüre ich, wie dein Griff auf diese Welt wegrutscht. Jedes Mal, wenn du stirbst, vergessen dich deine Freunde ein bisschen mehr. Dein Leben wird hier enden. In einer Welt, wo sich niemand an dich erinnert. Boah, seine Stimme macht mich extrem schwindelig. Die ist sehr schlimm zu dubben. Komm.
die komplette Welt endet. Immer noch hältst du durch? Schon gut. In ein paar Momenten wirst du auch alles vergessen. Diese Einstellung wird dir vielleicht in deinem nächsten Leben helfen. Oh Gott. Wieder tot. But it refused. Immer noch? Komm schon. Schau mir, was deine Entschlossenheit jetzt ist. Ich kann dem Ding nicht ausweichen. Du versuchst dich zu wehren. Nichts passiert. Du versuchst deine Safe-Files zu erreichen. Nichts passiert. Du versuchst wieder deine Safe-File zu erreichen. Nichts passiert. Sieht aus, als wäre das Spiel zu retten wirklich unmöglich. Aber vielleicht mit der kleinen Kraft, die du hast, kannst du irgendetwas anderes retten. So in diesem Fall heißt Safe nicht speichern, sondern wirklich retten. Und das ist so genial. So, dann retten wir Troy und Escort zuerst. Du erreichst Escorts Seele und rufst zu deiner Freunde. Sie sind dort etwa irgendwo, oder? In den Tiefen von Ezreals Seele kannst du etwas fühlen, wie es antwortet. Die verlorenen Seelen sind gekommen. Dann präferenzen wir mal. Du erzählst der verlorenen Seele, dass du Butterscotch mehr magst als Cinnamon. Irgendwie erinnert sich ein wenig an die vorher. Dies hier ist für dein eigenes Gut sein. Oh Gott, das war zu schnell, ich konnte es nicht sehen. Und die machen uns nur einen Schaden. Aus irgendeinem Grund, frag nicht warum. Die verlorenen Seelen stehen dort. Dann reden wir mit ihr. Du versuchst der verlorenen Seele zu sagen, dass du irgendwo hingehen musst. Dass du hingehen musst, wenn du irgendwie alle befreist. Irgendetwas stirbt in ihr. Niemand wird jemals wieder gehen. Dies ist meine Pflicht. Oh, erstmal, das wird eine Pflicht. Oh, yeah. Und dann Mercy. Du weigerst dich, die verlorenen Seelen zu bekämpfen. Irgendetwas daran erinnert sich so sehr an dich. So, und jetzt sollten die eigentlich. Ja, jetzt sollten die eigentlich besiegt sein, die Viecher. Oh nee. Och, genau, stimmt der hier noch. Dann Mercy. Du sagst der verlorenen Seele, dass dir nicht wehtun wirst. Egal was. Plötzlich kommen die Erinnerungen zurück. Unser Schicksal hängt nur von dir ab. Du bist unsere Zukunft. Du fühlst etwas, wie es in Ezreal antwortet. Warte, was passiert, wenn wir. Okay, gut, wir würden verfehlen. Das wollte ich zwar nicht austesten, aber es ist gut zu wissen. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay, dann saven wir nochmal Pyrus und Sans. In den Tiefen von Ezreals Seele spürst du, wie etwas antwortet. Die verlorenen Seelen sind gekommen. Wie? Warum? Ich muss einen Menschen fangen. Oh Gott. Oh Gott, ich werde beim Sense-Fight einfach verkacken. So, ach ja, übrigens, das hier gerade war ein Pattern aus dem Sense-Fight und aus dem Papyrus-Fight. Egal, ihr wisst schon. Dann, puzzeln wir mal. Du fragst die verlorene Seele, dir mit dem Puzzle zu helfen. Er weiß nicht wieso, aber er will dir wirklich helfen. Dann wird jeder. Warum ihr überhaupt versuchen? Warum nicht? Ah, bitte, Sans. Du solltest doch schon das Prinzip von Yolos weg und dem Style erkannt haben. Oh Gott, ich glaube, wir haben keine Träume mehr. Verlorene Seelen stehen dort. Dann, Judgment. Du sagst der verlorenen Seele, dass du darüber nachdenkst, was du getan hast. Es sieht aus, als würde sie versuchen, sich zu ändern. Du wirst sie niemals wiedersehen. Oh. Ah! Okay, das war traurig. Das war wirklich traurig. Auf mehrere Arten. Auf mehrere verdammte Arten. Du fragst die verlorene Seele, etwas für dich zu kochen, weil die verlorene Seele versucht, sein Glück zu verbergen. Ich muss einen Mensch fangen. Gib einfach auf, so wie ich es getan habe. Oh, das Sans tut mir voll leid. Aber da sieht man auch, dass er etwas mehr Background-Story hat, als das Spiel uns hier schon zeigt. Sondern nochmal, wir ihm ein Crossword. Du sagst der verlorenen Seele, dass du denkst, dass Jumble schwerer ist als Crossword. Sieht aus,
als hättest du eine kleine neue Sammlung von Fakten aufgezählt. Dann wird jeder. Warum überhaupt versuchen? Oh Gott. Ich hasse einfach diese Balletelle. I'm sorry. Dann nochmal, take break. Du fragst die verlorene Seele, eine kleine Pause vom Kampf zu machen. Es nickt ein wenig. Sieht aus, als möchte es. Nein, warte, du bist mein Freund. Ich könnte dich niemals einfangen. Ne, ich zähle auf dich, Kind. Fühlst etwas, wie es in Ezreal antwortet. Nein! Wieso? Ich denke immer, ich hätte schon safe, da hier drin. Also, ja. Ich wäre schon auf safe, weil es so glänzt. Das ist so verwirrend. Andai. In Tiefen von Ezreals Seele spürst du etwas, wie es antwortet. Die verlorene Seele kommt. Fake it. Du tippst auf die verlorene Seele gleich. Irgendetwas darüber, wie du kämpfst, erinnert sie an etwas. Alle Menschen werden sterben. Ding, 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 ding. Das ist hier so schön. Das Spiel so Clash. Du kriegst mit deiner kompletten Kraft gegen die verlorene Seele. Sie fühlt deine Kampfenergie. Irgendetwas ist, erinnert sie. Du bist unser wahrer Kreis. Lächeln wir. Du gibst der verlorenen Seele ein großes Lächeln. Sie erinnert sich daran, dass sie dich mag. Plötzlich kommen die Erinnerungen zurück. Nun, ich denke, ein paar Menschen sind okay. Oh. Du fühlst etwas, wie stark in der Ezreal antwortet. Nicht schon wieder! Nein! Warum? Ich hasse auch hier diese Balletelle. Ich kann da kaum ausweichen. Guckt euch das an. Elphys, in den Tiefen von Ezreals Seele, tut etwas resonaten. Antworten. Die verlorene Seele, Gott. Outnerden. So. Du fragst die verlorene Seele, was ihr Lieblingscartoon ist. Sie kann nur sehr schwach, sie kann nur sehr schwach eine gigantische Antwort zurückhalten. Du hast mich, oder? Also, wenn du mich so fragst, verdammt! Wieso? Nein! Stopp! Halt, stopp! Ich war auf der falschen Taste, ich habe auf die falsche Taste gedrückt! Mitleid, Mitleid! Oh Gott! So, hier, die Z-Taste! Du rufst die verlorene Seele an. Sie startet zu schwitzen. Sie weiß nicht warum. Aber das scheint ihr sehr. Sehr. Was war das Wort nochmal? Ich hab's vergessen. Aber sie scheint sich halt was zu ändern. Sagen wir es einfach so. So. Dann hier, Quiz. Du fragst die verlorene Seele, dir bei einer Quizfrage zu helfen. Plötzlich kommen die Erinnerungen zurück. Nein, das ist nicht wahr. Meine Freunde mögen mich. Und ich mag dich auch. Du fühlst die Seelen deiner Freunde, wie sie in Ezreal resonieren. Irgendjemand anderes, seltsamerweise, als deine Freunde dich erinnert haben, hat etwas anderes begonnen in der Seele zu antworten. Stärker und stärker. Es sieht aus, als wäre doch immer eine letzte Person, die gerettet werden muss. Aber wer? Ja, plötzlich erkennst du es. Du gibst deine Hand und rufst sie. Hä? Was tust du? Ich trinke gerade was. Oh, ein Flashback. Ah, ja, meine Katze ist hier. Du fühlst die Seelen deiner Freunde, wie sie in Ezreal resonieren. So, Leute. Und das ist eines der Gründe, warum ich denke, dass jeder Fight gegen Ezreal, dem Kampf aus Mother 3 gegen Klaus entspricht. Weil er hier durch seine Erinnerungen besiegt wird. In Mother 3 war es zwar etwas anders, da hatte der Klaus dann am Ende Selbstmord begangen. Wobei, ihr wisst ja noch nicht, ob er es hier nicht auch tut. Tja, dann. Was tust du? Was ist dieses Gefühl? Was passiert mit mir? Nein, nein, ich brauche niemanden. Oh Gott.
Ballettel ist zu stark, aber seine Attacken werden schwächer, wie wir jetzt hier merken. Hör auf, geh von mir weg! Hörst du mich? Ich werde dich auseinanderreißen! Seine Ballettel wird geringer. Man müsste schon Künstler sein, um da jetzt getroffen zu werden. Chera, weißt du überhaupt, warum ich das hier tue? Warum ich die ganze Zeit gegen dich kämpfe? Jetzt kommen hier schon die Turbo-Attacken. Ja, jetzt müsste man mehr als nur ein Künstler sein, um getroffen zu werden. Ich tue dies, weil du besonders bist, Chera. Du bist die Einzige, die mich versteht. Du bist der Einzige, mit dem es noch Spaß macht, herumzuspielen. Was mit dem Herumspielen auf sich hat, erklärt, wird noch im Geno-Side-Run erklärt. Es wird zu viel im Geno-Side-Run erklärt. Nein. Das ist es nicht einfach nur. Ich tue dies, weil ich mich um dich sorge. Weil ich mich um dich mehr sorge, als um irgendjemand anderen. Ja, warum ich das hier sonst noch so an Klaus erinnert, guckt euch das Vieh an. Das ist zur Hälfte ein verdammter Cyborg. Das ist der Klaus von Undertale praktisch. Und da kann mir sonst wer sagen, was sonst wer sagen will. Und hier sind auch wieder die Emotionen so stark beim Spielen, genauso wie halt bei Mother 3. Also, ja. Erinnert ihr euch jetzt die Beziehung von den Mother-Kämpfen gegen die Undertale-Bosskämpfe erklärt? Ich trinke gerade noch einen Schluck. Sie ist der klare Begründung. Was? Ich bin nicht bereit, das jetzt zu beenden. Ich bin nicht bereit, dafür dich gehen zu lassen. Ich bin nicht bereit, zu jemandem wie dir wieder Tschüss zu sagen. Oh, Ezreal. Wir müssen dich wirklich retten. Also bitte hör auf, das hier zu tun. Und lass mich einfach nur gewinnen. Oh, das... Oh Gott. Hör auf! Sorry, Determination ist zu stark. You're gonna have a bad time. Wir haben jetzt keine andere Option mehr. Chera. Ich bin so alleine, Chera. Ich hab so viel Angst, Chera. Oh, sein Körper geht langsam weg. Chera, ich. Oh, Ezreal. Wartet, ich muss mich gerade wieder in seine Stimme einfinden. Es tut mir so leid. Ich glaube mal, das war sein und nicht die von Elphys. Zu viele Stimmen. I'm sorry. Ich war schon immer eine Heulsuse, oder Chera? Ich weiß. Du bist in Wirklichkeit gar nicht Chera, oder? Chera war weg für so lange Zeit. Was ist dein Name? Frisk? Ja, wie ich euch schon gespoilert habe, wir sind hier nicht Chera, wir sind Frisk. Das ist ein schöner Name. Frisk bedeutet übrigens so viel wie Freude und herumhüpfen. Frisk. Ich hab mich so nicht gefühlt für eine lange Zeit. Als eine Blume war ich seelenlos. Ich hatte nicht die Kraft, andere Leute zu mögen. Wie auch immer, mit der Seele von jedem anderen in mir. Hab ich nicht nur mein Selbstvertrauen zurück. Nee, mein Charakter zurück. Aber ich kann auch die von jedem anderen Monster fühlen. Sie tun alle sehr viel aufeinander, aufpassen. Und sie kümmern sich auch um dich, Frisk. Ich wünschte, ich könnte dir sagen, wie sich jeder über dich fühlt. Papyrus! Sans, Undyne, Elphys, Toriel. Monster sind seltsam. Selbst, wo sie sich nur kaum kennen, fühlt es sich an, als würden sie alle dich wirklich lieben. Frisk, ich verstehe es, wenn du mir nicht vergeben kannst. Ich verstehe es, wenn du mich hasst. Ich hab mich so seltsam und grässlich verhalten. Ich hab dir wehgetan. Ich hab so vielen Leuten wehgetan. Freunde, Familie, Nebenbeistehende. Es gibt keine Entschuldigung dafür, was ich getan hab. Ach ja, übrigens, dazu, was er getan hat, das finden wir doch im Genocide heraus. Ja, Leute.
Es gibt keine Entschuldigung dafür, was ich getan habe. Wir vergeben ihm, dass es wie Frisk ist. Was? Ich habe noch nie ausprobiert, was passiert, wenn wir anklicken. Nicht vergeben. Und um ehrlich zu sein, Leute, ich will es gar nicht wissen. Frisk, komm schon. Du bringst mich schwer zum Weinen. Nebenbei, wenn du mir wirklich vergibst, ich kann diese ganzen Seelen nicht mehr drin behalten. Das Letzte, was ich tun könnte, wäre, sie zurückzugeben. Aber zuerst gibt es etwas, das ich tun muss. Direkt jetzt. Ich kann die Herzen von jedem fühlen, wie sie als eins klopfen. Ja, was es mit dem, das Herz von jedem, wie es als eins klopft, auf sich hat, finden wir noch im Genocide heraus, Leute. Ist schon witzig. Ist wirklich witzig, wie viel da einfach noch im Genocide drin ist und wie traurig es ist, den Genocide zu spielen. Als ich den Genocide das erste Mal spielte, habe ich das Spiel noch nicht im True Pacifist durchgespielt. Ich habe mir gedacht, oh, alle töten, geil. Und jetzt, wo ich zurückdenke, was ich da getan habe, jetzt nachdem ich das wirklich mehrmals schon in True Pacifist durchgespielt habe, ist das wirklich grausam, was das Spiel einem moralisch antut. Ja gut, also, ihr wisst genau, was er jetzt tun wird. Und jetzt überlegen wir, wie das überhaupt möglich ist. Es wurde nämlich gesagt, dass man die Seelen von 7 Menschen bräuchte, um sie zu zerstören, weil sie die Kraft hätten von den Seelen von den 7 Magiern, also von den 7 Menschen halt, die Barriere überhaupt aufgebaut haben. Aber die haben ja nur 6 Seelen, weil Asriel unsere Seele nicht bekommen hat. Überlegen wir mal, wie es ist. Auf einer anderen Tafel stand ja, genau, dass man die Seelen von allen Monstern bräuchte, um die Barriere überhaupt, um überhaupt eine Seele zu bekommen. Damit kämen wir auf die Kraft von 7 menschlichen Seelen. Mit anderen Worten, wären nicht alle Leute hier, damit Flowey, jetzt Asriel, sie alle bekommen hätte, hätte er auch nicht die Barriere zerstören können. Sie haben alle denselben Willen. Mit der Kraft von jedem. Mit der Entschlossenheit von jedem. Ist es Zeit für uns Monstern, endlich frei zu sein. Asriel. Das ist auch genial, dass er jetzt Hopes und Dreams rückwärts abspielt. Der Toby Fox ist einfach nur genial. Und das Geilste, es hört sich sogar noch gut an. So. Die Barriere ist vernichtet, Leute. Die Barriere wurde zerstört. Okay, die Moderatorenstimme habe ich verkackt. Gründlich. Asriel. Frisk. Ich muss jetzt gehen. Ohne die Kraft der Seelen von jedem kann ich diese Form nicht behalten. In einer kurzen Weile werde ich wieder zu einer Blume. Ich werde aufhören, ich selbst zu sein. Ich werde aufhören, wieder Liebe zu fühlen. Also, Frisk, es ist das Beste, wenn du mich einfach nur vergisst, okay? Geh einfach nur mit den Leuten, welche dich lieben. Wir trösten ihn. Kawaii! Ich möchte dich nicht loslassen. Kaum zu glauben, dass das mal Flowey war. Beziehungsweise, dass Flowey mal der war, bevor er wieder zu... Egal, ihr wisst, was ich meine. Frisk, du wirst einen guten Job erledigen, oder? Egal, was du tust. Jeder wird da für dich sein, okay? Gut, meine Zeit läuft ab. Tschüss. Und Asriel Dreamor ist hier im Spiel praktisch der wahre Held. Und er ist die einzigste Person in dem gesamten Spiel, die kein Happy End bekommt. Das ist auch schon fast ein biblisches Ereignis hier. Nebenbei, Frisk. Pass auf Mom und Dad für mich auf, okay? So. Er hat zum Wohle aller anderen jetzt sein Dasein in seiner wahren Form geopfert.
Risk. Ah, Frisk. Es ist alles nur ein schlimmer Traum. Der niemals endet! Nee, scherz, soll nicht. Bitte, wach auf! Musik. Oh, du bist wieder wach. Gott sei Dank. Wir hatten so viel Angst. Es hat sich angefühlt, als wärst du für immer ohnmächtig. Ja. Etwas länger und ich wäre ausgerastet. Sag uns das nächste Mal, wenn dich entschließt, einen Nekashin zu halten, okay? Sie haben keine Erinnerung an das, was passiert ist. Ja, du hast dafür gesorgt, dass Papyrus wie ein Baby weint. Was? Ich habe nicht geweint. Ich weine nicht. Also, ich habe nur etwas in den Augen gehabt. Was hast du in den Augen gehabt? Tränen! Nun. Das Wichtigste ist, dass es Frisk gut geht. Hier, Frisk. Warum trinkst du nicht ein wenig Tee? Es wird dafür sorgen, dass du dich wieder besser fühlst. Wie ist denn, wir etwas Freiraum geben? Sie, keine Ahnung. They muss sehr ausgepowert sein. Auch wenn ich mir nicht sicher bin. Von was? Frisk, erinnerst du dich daran, was eigentlich passiert ist? Da war eine Blume und dann wurde alles weiß. Aber nun ist die Barriere weg. Wenn du bereit bist, werden wir alle zur Oberfläche zurückgehen. Es scheint so, als würde die Tür den Osten uns dorthin bringen. Aber davor. Vielleicht möchtest du einen Spaziergang machen? Du kannst zu jedem Tschüss sagen, von deinen wundervollen Freunden. Tu, wie du es willst. Wir werden ja alle auf dich warten. So, wir haben mit denen noch Dialoge zu machen. Wir können den ganzen Untergrund nochmal neu exploren, weil dort jetzt überall Änderungen sind. Aber wir speichern jetzt und danach beginnen wir den Genocide Run. Also, dieser Spielstand hier wird jetzt von mir abgespeichert. Dann tun wir den Genocide Run. Sobald der Genocide Run zu Ende ist, werde ich hier den Spielstand wieder drauf machen und werde das Let's Play dann mit einem wirklichen Happy End beenden. Weil alles andere könnte ich euch einfach nicht antun. Dass wir das Let's Play wirklich damit beenden, dass jeder jetzt tot ist und die Welt zerstört, wie ihr im Genocide Run noch herausfinden werdet. Spoiler Alert, mal wieder viel zu spät. Ja, deshalb. Der True Pacifist endet hier. Das Ende vom True Pacifist wird noch aufgeschoben bis zum Ende des Let's Plays. Und wir beginnen dann den Genocide Run und lassen das Let's Play mit einem Happy End enden. Vielleicht stehen noch die Osterferien. Könnte sein. Also Leute, bis dann. Und morgen morgen beginnt die schlimmste Bürde und das Schlimmste, was man im ganzen Spiel tun kann. Morgen beginnen wir den Genocide. Bis dann, Leute. Bis morgen.